Hallo ihr Lieben, willkommen zu meinem neuen Vlog. Ich bin Marie. Viele Freunde in Europa haben mich nach Hochgeschwindigkeitszügen in China gefragt. Das interessiert besonders diejenigen, die nach China reisen möchten. Wie reist man in China in den Hochgeschwindigkeitszügen? Heute ist Freitag und ich möchte meine Eltern am Wochenende mal besuchen. Da bietet ein Vlog geradezu an, um meine Reise für euch mal zu dokumentieren. Zuerst Ticketsbestellung. Ich habe heute schon mein Ticket online bestellt per Handy-App 12306. Ich zeige euch mal dieses App 12306. Ja, es ist ein offizielles App und es gibt auch eine Webseite mit dem Namen 12306.cn. Ausländer können auch online vorher Tickets bestellen mit ihrer Passnummer. Ich habe einen kleinen Tipp vorweg: Wenn Sie am Wochenende oder während der chinesischen Ferien mit dem Zug reisen wollten, sollten Sie am besten so früh wie möglich Ihre Tickets online bestellen. Also, los geht's! Ich bin jetzt am Beijing Westbahnhof. Als eine Chinesin kann ich ganz einfach mit meinem Personalausweis anchecken und einsteigen. Wenn Sie nicht aus China stammen, müssen Sie am Schalter Tickets abholen. Es geht ganz einfach mit dem Reisepass. Bevor es losgeht, muss man in China zuerst in der Wartehalle warten. Erst 30 Minuten vor der Abfahrt kann ich einchecken und zum Gleis gehen. Das ist doch was anderes als in Europa. Angekommen. Ich kann ganz einfach einsteigen. Ich habe heute Ticket für die zweite Klasse gekauft. Es kostet 128 RMB, etwa 16,5 Euro. Ich finde es ganz günstig, oder? Ich bin schon angestiegen und die Abfahrtzeit ist 18.33 Uhr. Meine Heimat ist etwa 312 Kilometer von Beijing entfernt. Und es sollte heute ungefähr 1 Stunde 20 Minuten dauern. Ich bin jetzt in meiner Heimat angekommen. Es ist jetzt 19.51 Uhr. Eigentlich 2 Minuten früher als den Zeitplan. Also mein Wochenende beginnt. Viele Grüße und Tschüss.